Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es Freitagmorgen. Ich habe sehr, sehr wohlig geschlafen heute Nacht, habe mich gut erholt und jetzt sitze ich hier und habe gerade mitbekommen, dass es einen neuen Death Stranding Trailer gab. 8 Minuten lang. Holy shit. Und ich habe den noch nicht gesehen. Ich weiß auch nichts darüber. Ich weiß allgemein noch nichts von den Game Awards, außer dass Bayonetta fucking 3 angekündigt wurde. Jesus. Und da dachte ich mir, hey, wenn wir schon keine Live-Reaktion gemacht haben, dann könnte ich mir doch diese 8 Minuten zumindest vor der Kamera angucken. Ich glaube, das wird ein paar von Leuten von euch was geben. Ich habe daran auch immer viel Spaß und bin unfassbar gespannt. Deswegen will ich auch gar nicht mehr viel labern, sondern direkt loslegen. Jawohl. Und für Synchro in 3, 2, 1, los. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. Is this wirklich irgendein Creator? Next explosion. Myth? Klamotten an. Porter steht da. Ach, das wird so gut. Porter. Dieses Laufgeräusch mit den Utensilien, die so gegenklacken, erinnert mich direkt voll an das Laufgeräusch aus Metal Gear Solid 5. Ganz kurz, der wäre sich dabei zu verwandeln. Oh mein Gott, das sind die Monster! Oh mein Gott. Oh, ist das cool. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass wir wieder ganz viele Zwischensequenzen zu sehen bekommen, bevor das Spiel released und dann das Spiel keine neuen Zwischensequenzen mehr zu bieten hat. Metal Gear Solid 5. Oh mein Gott, wie nice! Oh mein Gott, wie nice. Was hat der für ein Universum hier erschaffen, ey? The Sorrow. Doch, eine. Ist das The Sorrow Ocelot? What the fuck is happening?
Jesus. Ist das ein riesiges Cthulhu-Ding? Holy shit, ist das cool. Oh mein Gott, ist es ein riesiges Cthulhu-Ding? Oder ist es ein großer Mensch? What? Alter. Alter. Es ist einfach echt ein fucking Visionär. Egal, ob wie gut jetzt das Spiel wird oder wie schlecht das Spiel wird, was wir hier für Bilder zu sehen bekommen. Meine Güte. Holy fuck. Bridges, davon haben wir schon einiges gehört. Von Kojima. What? Baby hat gerade das gleiche gemacht wie das Ding da oben. Wurde er geschwängert, hatte der deswegen so eine Vivisection, so eine so einen Kaiserschnitt bei der beim ersten Mal. Weil er geschwängert wurde und sich das Baby rausschneiden musste. Weil er ein Baby im Körper hat, das so macht. Ich krieg einen Rappel, ey. There we go. Da ist das Image. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Holy shit. Ich glaube, das war jetzt wirklich, das war jetzt wirklich so, wie das im fertigen Spiel vorkommen wird. Der erste Trailer wird halt so dieses Konzept gewesen sein und so, ich will diese Bilder ungefähr generieren. Baby, Norman Reedus, die vier Leute, die da oben so, oder waren es fünf, die da oben so nebeneinander fliegen und, das war jetzt quasi die fertige Version davon, so wie das im Spiel dann wirklich, aussehen wird. Er ist jetzt nicht mehr irgendwie über dieses Kabel mit dem Baby verbunden, sondern jetzt es ist in ihm drin. Und die Babys sind offensichtlich die Monster. Das scheint jetzt offensichtlich, weil im ersten Trailer verschwindet das Baby ja auch. Er hat das Baby so in der Hand und dann verschwindet es und dann hat es diese schwarzen Handabdrücke, genau wie dort Monster, Bösewichte, was auch immer, wie man sie immer auch nennen möchte. Und jetzt auch in dem Fall macht so ein Bösewicht irgendwie diesen Ocelot-Move, you're pretty good. Und dann macht das Baby, dann wird er irgendwie geschwängert und macht das Baby in seinem Körper das Gleiche. Dass ich diese Sätze gerade sage, ist absolut verrückt. Kojima ist verrückt und ein Visionär und jemand muss ihn aufhalten, aber bitte haltet ihn niemals auf. Ich freue mich so hart darauf. Ich hoffe allerdings, ehrliche Hoffnung an dieser Stelle, dass wir nicht viel mehr von diesen Trailern sehen, weil wenn das ist halt etwas, was ich nicht sehr mag. Das war jetzt einfach nur eine Zwischensequenz. Wirkte zumindest so. Die ersten beiden Trailer waren viel mehr so diese Konzepte, wo jedes Bild auf lizenzierte Musik ausgelegt war. Und das war jetzt viel mehr, hier habt ihr eine fertige Zwischensequenz aus dem Videospiel, die wir jetzt halt schon kennen. Das ist immer ein bisschen schade. Und es sind halt auch keine richtigen
Trailer im klassischen Sinne. Deswegen hoffe ich, dass wir noch viele coole Trailer zu sehen bekommen, weniger einfache Zwischensequenzen. Aber dieses Spiel, also, ich freue mich sehr drauf. Ich bin aber vor allen Dingen sehr, sehr gespannt darauf, was uns da erwartet und was ein entfesselter Kojima, ein punished Kojima uns präsentieren wird. Naja, bis dann!